Hallo zusammen und willkommen. Wenn wir schlafen, dann träumen wir. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Kaum eine Nacht vergeht ohne Traum. Auch wenn es Menschen gibt, die über sich selbst stets angeben, eher selten oder gar nie zu träumen. Das entspricht aber nicht den Tatsachen. Auch diese Menschen träumen, nur können sie sich an ihre Träume nicht erinnern. Den meisten Menschen dagegen ergeht es so, dass sie sich am Morgen zumindest noch grob an ihren Traum erinnern können, diesen aber in der Regel nicht im Detail nacherzählen können. Am besten erinnert werden jedoch meistens schlimme Albträume. Sie hinterlassen einen größeren Eindruck und rütteln den Menschen emotional auf. Wie geht es dir im Alltag? Kannst du dich an deine Träume erinnern? Oder sie womöglich sogar nicht vergessen? Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. In einer neuen Studie wurden die Träume von Mäusen untersucht. Ihnen wurden zusätzliche Neuronen einer bestimmten Art ins Gehirn gepflanzt und deren Aktivität gemessen. Dabei haben die Wissenschaftler entdeckt, dass spezielle Neuronen im Gehirn dafür zuständig sind, dass die Mäuse ihre Träume anschließend weitgehend vergessen. Dasselbe gilt schlussendlich auch für den Menschen. Diese speziellen Neuronen haben die Aufgabe, deine Träume sozusagen auszuradieren. Das ist auch gut so und wichtig, denn du würdest sie ansonsten mit in deinen Alltag nehmen und sie dort vielleicht sogar in der Erinnerung mit der Wirklichkeit vermischen. Das könnte sich auf deine sozialen Beziehungen auswirken, wenn du zum Beispiel nachts von einem Freund etwas sehr Negatives geträumt hast. Das Vergessen dient aber auch dazu, das Gehirn und seine Speicherkapazität zu entlasten. Schließlich sind nämlich die Inhalte von Träumen nichts, was wir uns merken müssen. Die Frage ist vielleicht interessant. Woraus entstehen deine Träume? In deinen Träumen verarbeitest du Informationen, Bilder und Erlebnisse aus dem Alltag. Dabei handelt es sich aber nicht immer um tatsächliche Geschehnisse, sondern oft um die Aufbereitung irgendwelcher Bildfetzen oder gar Gedankengänge, die unvollständig in deinem Unterbewusstsein herumgeistern. Im Schlaf werden diese Reste oder Reize hervorgeholt und durch den Traum sozusagen bearbeitet. Man könnte auch vereinfacht sagen, also aufgeräumt. Dein Unterbewusstsein kannst du aber nicht beeinflussen oder steuern. Und das heißt wiederum, du kannst nicht bestimmen, zu welchen Themen deine Träume stattfinden werden. Wofür ist also das Vergessen gut? Das Vergessen oder Bearbeiten macht die Speicher in deinem Unterbewusstsein und deinen Gedanken frei. In dieser zusätzlichen Verarbeitungszeit erledigt dein Gehirn Dinge, für die du tagsüber keine Zeit hast. Im Alltag bist du endlos vielen Informationen ausgesetzt, die du dir zum Glück gar nicht alle merken kannst und musst. Gerade durch die Medien findet eine extreme Reizüberflutung statt. Manche dieser Reize werden vom Gehirn als Bilder oder Impulse gespeichert, aber nie wieder abgerufen. Teile von ihnen werden aber in Träumen bearbeitet und dann vergessen. Das verschafft dir eben mehr Luft. Was aber nun kann dir bei Albträumen helfen? Grundsätzlich kannst du zwischen zwei Arten von Albträumen unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es die ganz normalen Albträume oder auch schlechten Träume, die jeder Mensch hin und wieder hat. Sie sind unangenehm, bedeuten aber im Grunde nichts Schlimmes. Meistens hast du sie bereits beim Frühstück schon wieder vergessen und kannst vielleicht sogar darüber lachen. Viele Menschen haben übrigens ähnliche Albträume. Sie träumen vom freien Fall oder davon, irgendwo hinunterzustürzen. Andere Albträume beschäftigen sich damit, Termine oder Transportmittel zu verpassen oder grundsätzlich mit dem zu spät kommen. Sehr beliebte Albträume beschäftigen sich auch mit Versagensängsten, zum Beispiel in Prüfungssituationen. Kommt dies nicht allzu häufig vor und belastet dich nicht im Alltag, so ist alles in Ordnung. Die zweite Art von Albträumen dagegen benötigt etwas mehr Aufmerksamkeit. Befindest du dich momentan in einer Lebenskrise, hast vielleicht sogar Ängste oder Depressionen oder einfach das Gefühl, dass dir das Leben Stück für Stück über den Kopf wächst? Dann kann sich das zum Beispiel in Schlafstörungen zeigen. Zu denen gehören dann auch häufig wiederkehrende und schlimme Albträume. Das im Traum Erlebte lässt sich meistens auch über den Tag nicht abschütteln. Schon beim Zubettgehen hast du dann Angst vor dem nächsten Albtraum. Solche Phasen kann es im Leben geben. Hier solltest du dir jedoch Hilfe holen und mit deinem Arzt darüber sprechen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.